Bei uns gibt's nichts mehr. Sind doch mal da raus. Nein, zu meinem Geburtstag, zum 30er, gibt's dann das G27. Nee, Stadtkuchen. In Wodka, und zwar... Den hatte ich mit 18 schon. Ich sag nur so, eine Flasche roter Wodka pur. Coyote, ich meinte nicht den Wodka, ich meinte den Wodka von ETS2MP. Dann haben wir alle Rechte der Welt. Nein, als Admin oder was? Ja, ich kann dich ja bei Wodka und Verruf machen, damit wir gute Rechte haben. Wer sagt denn überhaupt, dass ich in die Verwaltung möchte? Du wolltest doch schon immer Sekretärin werden. Ja, ich sag jetzt mal nichts dazu. Aber dann bitte meine. Nein, also ich hab dazu ja was hier, Dinge, Sani, aber ja. Sani? Nee. Wer ist Sani? Ich kenn nur Sani. Ja, Sani. Wie bist du eigentlich auf den Namen Sanitäter gekommen? Aber wie gesagt, das, zusätzlich mit mal Versicherungspaket ab 14,99 € monatlich. Infos unter mini.de/metropolitan. Jetzt Sport- und Outdoor-Artikel bestellen auf www.sportallrounder.de. Und meinen habe ich auch schon jahrelang. Damals sogar noch unter Battlefield 3. Also den habe ich schon wirklich extrem lange, also. Coyote 23. Es gibt Coyote. Hallo, das Update. Sieht das anders aus oder kommt mir das jetzt so vor, uns ist gerade hier? Hä? Tastatur sieht irgendwie voll schief. Nee, okay, das kommt mir nur so vor. Anni, du weißt schon, dass WhatsApp und Dingbums ein anderer Verein ist. Ja, das ist mir gerade schon klar, aber irgendwie sieht gerade die Tastatur von iPhone voll komisch aus. Ja, Oh, wie lange hat das Update bei euch gedauert? Bei mir hat es irgendwie eine Stunde oder so gedauert, bei dir? Keine Ahnung. 20 Minuten. Okay. Hast du auch ein iPhone? Fürs Runterladen 5 Minuten. Hast du auch ein iPhone? Ja. 6 oder 5? 4. Okay. 4S. Heute haben wir den 17. oder? Ja, hab ich auch. Ja, hab ja. Gut, dann weiß ich, was ich morgen zu tun habe. Warum? Also ich habe nur 5 Minuten gebraucht fürs Runterladen. Mit Installation ungefähr 20 Minuten. Ja, aber die sagen ja, dass das irgendwie das lange der Akku hält. Also, aber auch bestimmt, glaube ich, der eher Akku weniger. Hat auch schon so lange gehalten. Ja, ich muss meinen alle 2 Tage aufladen. Im Standby-Modus fast 2 Wochen. Ja, okay. Chris ist lustig. Chris sagt, wir sollen uns für die Konvois anmelden, aber es sind keine Konvois drinne. Ja. Ich hätte mich schon längst angeboten, wenn einer drinnen stehen werde. Würde. Dann guck mal WhatsApp. Hey, wer hat mein Kaffee leer gemacht? ich nicht, ich hab noch eine volle Tasse da. Ja, du selber? Ich war's. Das sah eine Töter war's. Sagst du eine Tasse Kaffee so einsam? Ich bin eigentlich gedacht, ach komm, jetzt ist gut für mich, dann mach ich den jetzt mal leer. Ja, Kaffee. Du bist doch zu jung, Anni. Gar nicht wahr. Ey, die Anni wird immer auf ihr Alter runter reduziert. Ja, wartet ab, wenn ich 17 werde, wartet ab! Ja, was passiert dann? Was passiert dann? Dann wird's noch gemassiert schon. Oh ja, glaub ich auch. Ja, dann bin ich 17. Und ich krieg bestimmt eine Überraschung. Ich mach mir meine Überraschungen immer selber. Ja, Philipp? Also wenn du morgen bei dem Konvoi mitfährst, ich weiß nicht, ob der Konvoi was für dich ist, der fängt nämlich in England. Der startet nämlich in England. Das ist egal. Morgen? Ich meine Samstag. Ja, es ist auch einer morgen. Ah, okay. Guck mal, von
vermutlich, also Glasgow bei IA Chris und Ziel ist Glasgow Steinbruch. Konvoi. Das macht ja nichts. Das wird ein kurzer Konvoi. Nein. Der wird sicher länger. Wer ist denn da überhaupt alles? Jetzt bin ich mal. Oh lol, wie das aussieht. Ja, ich muss mir nachher noch die Infos rausfischen. Von dem von Samstag weiß ich ja Bescheid, also. Jojo. Genau, stimmt, ich kann mal beim TS downloaden. Das sind aber ganz schön viele, ey. Was? Beim. Über. Jetzt der Woche der Konvoi. DS. Ja. Amen. Armer. Nee. Hi Armer, du bist live, ne? Kein Armer, der nicht Armer spielt. Ich werde da nicht teilnehmen. Armer, du bist live. Ja. Und wieder? Ja. Immer noch. Ja, ich mach Werbung für die Spedi, also. Davon höre ich im Stream aber nichts, Kollege. Ja, schau mal nach unten, unterhalb vom Stream. Da ist alles verlinkt. Vardia oder Counter-Strike? Ah, oh, jetzt bin ich. Wen meinst du? Was mache ich jetzt? Alle. Ich bin doch so ein Vollidiot. Ja, stimmt. Fällt dir früher auf. Jetzt habe ich schon wieder eine Abfahrt versäumt. Ah, so bin ich. Ja, du böser. Aber ich habe da hinten schon eine Umdrehmöglichkeit entdeckt. Fahre ich halt nach Prag rein und dann wieder raus. Oder? Nein? Kann ich eigentlich so auch fahren. Haha! Braves Navi! Ganz braves Navi! Naja. Das soll ich halt nicht wieder planen müssen. Gib mir ein paar Kilometer extra auf der Uhr. Von was? Von dem Konvoi. Von welchem? Beide Konvois. Ja, dass man sich auf der Homepage anmelden und abmelden kann. Ja. Ich hab schon den Dabei geschickt, aber da reagiert keiner. Nun gibt's schon den Wechselbrücken-Mod. Nein. Der wird nie kommen. Ich hab ihn aber den kriegst du nicht. Der wird nie von SCS kommen, weil sie zu blöd sind dazu. Der will, will den schon von dir haben. Ja, du. Nee. Die haben auch die Touren, haben die Konvois haben die nicht verändert. Uni Data Sascha machen Konvoi. Zweiter EU2. Wer fährt schon auf EU2? Die. Ohne da. Wow. Wir können ja auch nichts. Oh, da haben sich aber einige angemeldet bei dem DS-Konvoi voller. Ja, aber so für mich sind das immer noch total wenige. Guck mal, das sind irgendwie nur 19 Stück oder so. Und letztes Mal bei dem Konvoi, da waren irgendwie. Warte, wenn ich mich jetzt nicht irre, irgendwie zu 80 oder so oder der, mehr als 80, keine Ahnung. Der ist ja erst in 50 Tagen, also von daher. Ja. Den größten Konvoi, den wir bis jetzt gefahren sind, beziehungsweise begleitet haben, waren noch knapp 200 Leute. Ja. Und das war. Der Konvoi von der Konvoi. Ja. Ja, aber der ist auch nicht ja. Was war der auch nicht? Der wurde doch abgebrochen, oder nicht? Der ist abgebrochen, weil zu viele gerannt, aber das ist ein Peter. Auch hallo Peter. Hi Peter. Peter. Hallo Jungs, so Pedro. Bobbio. Willkommen live auf Twitch. Hier ist ja nur ein Pedro. Ja, trotzdem bist du ein Pedro. Peter, du bist live, ne? Ja oder nein? Du weißt, was ich meine. Nicht? I don't know. Ah, du hast noch nicht nachgefragt. Nope. Okay. Was ist abgebrochen?
Nein, nein, wir haben letztens von einem Konvoi. Der Sunny ist abgebrochen. Ich sag das nicht zu laut. Ach nee, der Sunny kann dir ja nichts, stimmt ja. Sunny? Yet? No. Okay. Peter? Falke sagt ja oder nein? Nein. Nein. Okay, dann war sie bescheid. Wenn du das meinst, was ich gerade zu falsch gemeint habe, nein. Ich weiß auch nicht, was da jetzt falsch gelaufen ist. Kann ich mir nicht erklären, sonst geht das immer relativ schnell. Aber naja. Keine Sorge, Falke, ich werde mir diese Sachen schon annehmen, okay? Ja, dann tanzt ihr mal Rede auf Tisch, ja, ne? Aber nicht im Livestream. Du, Falke, wenn du noch anfangen würdest, da würdest du keiner mehr aufhören. Verstehst du? Da würdest du blutige Hände, blutige Köpfe, alles würdest du holen, ehrlich. Könnte dann ja lustig werden. Hehehe, Kida Spedition fährt auch bei dem Konvoi mit, ist lustig. Ist sicher nur eine kleine Umfuhr, sonst gar nichts. Das lustig ist alles. Welcher Spedition? Konvoi? Von dem von der ersten 15 Tagen. Okay. Ich muss mal einen Termin ausmachen. Topless. Nix verändert, Adi. Nein, immer noch nicht. Du kannst ja zu wenig. Werfst du dir kaputt, Adi? Ich werde jetzt, diese Topless da. Ja, und? Nicht die Auflistung. Ich muss innerhalb von 4 Stunden 2500 Kilometer suchen. Aber, ja. Viel Spaß. Oh, komm. Ich habe es noch 1908 inklusive Zugfahrt. Ich hoffe, dass mein Physiklehrer morgen krank ist. Wieso? Ich habe Mathe. Dann habe ich nur 4 Stunden und bin um 12 zu Hause. Okay. Anstatt um 2. Okay. Ich hab morgen Mathe, dann hab ich morgen noch Sport. Geh jetzt die Fächer durch. Und Gesundheitsförderung. Okay. Anni. Was denn für Sport? Nicht den Sport, den du denkst. Anni, Kunst, Sport, Mathe, Sport, Physik. Auch. In der Sporthalle oder Schwimmhalle? Nein, ja, in der Sporthalle. In der Sporthalle. Oder auf Rasenplatz. Oder Rasenplatz, genau. Nein, in der Sporthalle. Weil ich denke immer so... Zweideutig, ja. So zweideutig, ey. Nein, ich habe jetzt nicht zweideutig gedacht. Hat er okay. Ich habe sofort zweideutig gedacht. Wir sind auch angesprungen, nicht ich. Ich habe wir sind zehnter Platz, ne? Ja. Also ja. Du nicht. Anni. Ja. Du bist jetzt voll in das Fettnäpfchen getreten, ja? Nein, ich bin doch die heilige... Spätschicke. Nein. Du bist unser Einziger hier. Yeah! Bevor ich dich heilig nenne, muss einiges passieren. Muss der Passport in die Spedition kommen und für uns 1 Million reinfahren. Nee. Und aber über eine halbe hier... Million Spenden rein. Aber ich bin ja sozusagen hier die Sekretärin, das weißt du sozusagen. Ist klar. Falke, haben wir was verpasst? Verpasst? Nein. Müssen wir mal die Perso fragen. Müssen wir mal die Perso fragen, ob jemand aufgestiegen ist. Personalabteilung? Ich schneide alles mit. Ihr könnt es dann in den nächsten Tagen nachverfolgen. Ich frag ja nur, ist irgendeiner befördert worden, ohne Wissen der Geschäftsführung? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das sagt er jetzt einfach nur so. Nein, weil ich das weiß. Was, wir haben eine Geschäftsführung? Ein ernsthaftes Wort auf die Gerichtsführung. Geht einfach gar nicht weiter. Weil, Sunny, du weißt, ich mache ohne die Inhaber nichts. Was Beförderungen anbelangt oder sonst irgendwas.
Falke, wissen wir das nicht, ne? Nee. Nö. Ich kann euch keine die Sicherheit geben. Ich hab auch nicht wirklich zugehört gerade. Ja, er dachte gerade, er macht ohne unsere Einstimmung nichts. Und warum ist Adi dann Sekretärin? Nein, es geht darum, warum wir haben wir dann mehr Fahrer, wenn unsere ohne unsere Einstimmung nichts machen. Ja, ich mache bloß das, was ich machen muss, also. Was halt so mein Aufgabenbereich ist. Aber alles weitere läuft alles über euch. Anni, wie alt bist du nochmal, Anni? So jung für dich. Genau, so jung für mich, ist klar. Die ist vielleicht wie viele Tage älter? Jünger? Ein paar Tage, oder? 2 Wochen, maximal 3. Was, bist du jünger als sie, oder was? Nein, ich bin älter. Achso. Ja, aber du brauchst, ja nicht so einen Putz klopfen. Was glaubst du, wie ich so einen Putz klopfen müssen? Ich bin um Jahre, ich bin um Jahrzehnte. Nein, Jahrzehnte, über ein halbes Jahrhundert. Über ein halbes Jahrhundert hinter sich. Du Falke, eines höher bitte auf 3, ist das möglich? Tour 3? Hey. Wir sind immer noch Tour 3. Wollte ich gerade sagen. Eines höher, ich komm mit dir mit, ich muss mit dir reden. Ja, dann geht's auf Andi 2.0 oder was? Okay, move. Coyote. Ja? Viel Spaß. Bye. Bei was? Lass dich überraschen. Ja, das hast du ja letztes auch im Stream gesagt, also. Hat er geschrieben. Aber Coyote sagt daran, ich wollte mit CSGO noch schnell installieren und dann. Und es dann noch abspielen, aber nein, du musst es ja auch reingehen. Weil der Philipp Schnee hat auch CSGO. Ja? Nur noch nie gespielt. Okay, dann haben wir ein neues Opfer. Ich hab zwar noch CSGO gespielt, aber H1Z1 hab ich gespielt, also mit der Waffe kann ich umgehen. Ja, Coyote, da kommt dann nochmal 1-1, oder du gegen ich. 1-1, Coyote. Ich bin am Fahren. Geht jetzt nicht. Geht alles, move. Und Battlefield 4 müsste ich mir auch erst wieder installieren. Mache ich aber nicht. Warum? Weil kein Origin bzw. EA Game mehr auf meinen Rechner kommt. Warum? Ja, einfach weil scheiße ist. Warum? Halt deine Klappe. Klingel. Telefon. Gehen Sie bitte ran und rufen Sie die Polizei. Das war aber Andi. Ja, meine ich ja. Deswegen ja. Ich müsste kurz reden. Schon wieder? Schon wieder? Ja, war der, schon wieder. Oh. War der Anruf dafür? Falkenpeter. Wieso macht ihr denn einen Termin aus? Also jeden Tag zwischen 18 und 18.30 Uhr? Weil dafür ist der Anruf, weiß der Anruf daran schuld? Was für ein Anruf? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die für einen Anruf hatte. Aber auf einmal wollte sie gemoved werden. Ach, das war aber schnell. Leg mir Morsch. Ja, lass mich doch mit dem Chef reden. Das könnt ihr auch im Channel eventen für 2 Sekunden. Einschleim gilt nicht. Ja. Was? Warum eigentlich? Ja, ich könnte ja auch mit dir reden, aber du hast ja die Zeit. Er hat Zeit, er nimmt sich die Zeit. Gut, hab ich dir auch gedacht, tut mir leid. Ey, ist auch nicht Nein, aber es war was Fasses, also von daher. Arma, spielst du Arma? Mann, ich kann's nicht los, ehrlich. Ach ja. Den haben wir weg. Ja, Falke, was ist denn jetzt? Wie, was soll denn sein? Ja, CSGO oder nicht? Hallo. Ich spiel doch. Nö, ich mach grad gar nichts. Achso. Hast du meine Tour schon abgerechnet? Fahren wir mal so rum. Nö. Du machst noch nichts, dann mach das bitte. Meine. Ach,
Und die ist sauber von Viren. So, mal gucken, wie viel Jahrzehnte VS jetzt braucht. Bis er alt und grau ist. Grau werde ich schon. Ich hab grad